Was geht, Leute? Ich bin Lin von Klassenbildung. Im letzten Video unserer Grundlagenreihe haben wir uns bereits mit dem Kapitalismus beschäftigt und dabei einige Grundbegriffe wie Ware und Wertgesetz klären können. Darauf wollen wir heute aufbauen und uns die Beziehung zwischen ArbeiterInnen und KapitalistInnen sowie den Grundwiderspruch im Kapitalismus gemeinsam anschauen. Bleibt gespannt! Im Kapitalismus stehen sich zwei Klassen direkt und feindlich gegenüber. ArbeiterInnen auf der einen, KapitalistInnen auf der anderen Seite. Die KapitalistInnen besitzen die Produktionsmittel, also die Fabriken, Maschinen, Roh- und Brennstoffe. Die ArbeiterInnen besitzen nur ihre Arbeitskraft und sind gezwungen, diese an die KapitalistInnen zu verkaufen, um zu überleben. Die KapitalistInnen nutzen die Produktionsmittel, um die ArbeiterInnen auszubeuten. Diese werden von ihnen eingestellt, um Waren herzustellen, die von den KapitalistInnen dann in der Regel für mehr Geld, als sie für die Produktion aufgewendet haben, verkaufen. Sie machen also einen Gewinn, einen Profit. Die KapitalistInnen wenden also Geld auf, um eine Ware zu produzieren, sie zu verkaufen und dann am Ende mehr Geld in der Tasche zu haben als vorher. Oder anders gesagt, sie halten das von ihnen aufgewendete Kapital in einem Zuwachs zurück. Aber woher kommt dieser Zuwachs? Um das zu verstehen, müssen wir uns anschauen, was es mit der wahren Arbeitskraft auf sich hat. Im ersten Teil konnten wir bereits erklären, was eine Ware eigentlich ist. Zur Wiederholung, unter Ware versteht man einen Gegenstand, der erstens irgendein menschliches Bedürfnis befriedigt und zweitens für den Verkauf oder Tausch hergestellt wird. Wie passt das jetzt damit zusammen, dass auch die Arbeitskraft eine Ware ist? Und was hat das mit Kapitalzuwachs zu tun? Bürgerliche WissenschaftlerInnen würden sagen, der Kapitalist macht Gewinn, indem er seine Ware über ihren Wert verkauft und den aufgeschlagenen Betrag für sich behält. Aber auch wenn das vielleicht erstmal logisch erscheint, so kann dieser Ansatz nicht erklären, warum die ganze KapitalistInnen-Klasse und nicht nur einzelne KapitalistInnen einen Kapitalzuwachs für sich verzeichnen können. Der Kapitalzuwachs muss also woanders herkommen. Und zwar nicht aus dem Verkauf der Ware, sondern aus dem kapitalistischen Produktionsprozess. Dafür brauchen die KapitalistInnen eine Ware, die bei ihrem Verbrauch Wert schafft. Diese Ware ist die menschliche Arbeitskraft. Die KapitalistInnen besitzen die volle Verfügungsgewalt über die Arbeitskraft der ArbeiterInnen. Sie benutzen ihre Arbeitskraft, um bestimmte Waren herzustellen. Die ArbeiterInnen erhalten dafür einen Lohn. Damit ist der Lohn nichts anderes als der in Geld ausgedrückte Wert der wahren Arbeitskraft. Das hört sich jetzt erstmal etwas sperrig an. Aber gemeint ist alles, was dazu dient, dass die ArbeiterInnen nach einem Arbeitstag wieder zur Arbeit können. Also Essen, Wohnen, Kleidung etc. Außerdem alles das, was notwendig ist, um die Familien der ArbeiterInnen zu erhalten, um so neue ArbeiterInnen zu schaffen. Die KapitalistInnen kaufen die Arbeitskraft zu ihrem Wert und können diese dann über den Arbeitstag nutzen. In dieser Zeit schaffen die ArbeiterInnen neuen Wert, und zwar mehr, als ihre eigene Arbeitskraft wert ist. Anders gesagt, Arbeiter Jonas arbeitet 8 Stunden am Tag. Aber schon nach 3 Stunden hat er so viel Wert erzeugt, wie seine Arbeitskraft wert ist. Trotzdem muss er noch 5 Stunden weiterarbeiten, schafft so weiter Werte und arbeitet damit unbezahlt. Und so wird der Mehrwert geschaffen, der im Mittelpunkt der kapitalistischen Produktion steht. Welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? Ohne Ausbeutung kann kein Mehrwert produziert werden. Ausbeutung kann also auch nicht einfach durch Umverteilung von Reichtum oder bessere Arbeitsbedingungen abgeschafft werden, sondern nur durch die Schaffung von Verhältnissen, in denen die ArbeiterInnen ihre Arbeitskraft nicht mehr verkaufen müssen. Die ArbeiterInnen arbeiten dann nur noch, um die Bedürfnisse der Gesellschaft zu befriedigen. Diese Gesellschaft ist der Sozialismus. Wir konnten schon klären, dass der Kapitalzuwachs innerhalb des kapitalistischen Produktionsprozesses entsteht. Aber was ist eigentlich Kapital? Kurz gesagt, Kapital ist Wert, der durch die Ausbeutung der LohnarbeiterInnen Mehrwert bringt. Denn auch wenn zum Beispiel ArbeiterInnen bei VW Autos produzieren, so produzieren sie in erster Linie Kapital für die KapitalistInnen. Dabei können wir zwischen zwei Arten von Kapital unterscheiden: konstantes und variables Kapital. Konstantes Kapital ist der Teil des Kapitals, den KapitalistInnen dafür benutzen, Fabriken zu bauen, Maschinen zu kaufen und so weiter. Den anderen Teil des Kapitals, den die KapitalistInnen dafür nutzen,
Arbeitskraft zu kaufen, also Lohn zu zahlen, bezeichnet man als variables Kapital. Anders als das konstante Kapital verändert dieser Kapitalteil im Produktionsprozess seine Größe. Denn durch die Schaffung des Mehrwerts durch die ArbeiterInnen, der sich wiederum von den KapitalistInnen angeeignet wird, wächst dieser. Damit ist das variable Kapital die Quelle des Mehrwerts. Die KapitalistInnen haben natürlich ein Interesse daran, den Mehrwert zu erhöhen. Das können wir auch in der Mehrwertrate darstellen. Diese stellt das Verhältnis von Mehrwert und variablem Kapital dar. Was die KapitalistInnen machen, um den Anteil der Mehrarbeit im Vergleich zur notwendigen Arbeitszeit zu erhöhen, wollen wir jetzt klären. Nehmen wir an, Arbeiter Jonas arbeitet 8 Stunden am Tag bei VW. 3 Stunden davon sind notwendige Arbeitszeit, also die Zeit, in der er seinen Lohn erwirtschaftet. Das bedeutet, 5 Stunden arbeitet er unbezahlt. Verlängert die Chefetage seinen Arbeitstag auf 10 Stunden, arbeitet er 7 Stunden unbezahlt. Der Mehrwert, der durch die verlängerte Arbeitszeit entsteht, nennen wir absoluten Mehrwert. Der zweite Weg zur Erhöhung des Ausbeutungsgrades ist die Erhöhung der Arbeitsproduktivität. Werden für die Abteilung, in der Arbeiter Jonas arbeitet, neue Maschinen gekauft, mit denen in der gleichen Zeit mehr Güter hergestellt werden können als vorher, so sinkt auch der Wert der wahren Arbeitskraft. Denn statt 3 braucht Arbeiter Jonas jetzt nur noch 2 Stunden, um den Wert seiner Arbeitskraft zu ersetzen. Obwohl sein Chef den Arbeitstag nicht verlängert hat, arbeitet Jonas also jetzt 1 Stunde mehr unbezahlt für diesen. Der Mehrwert, der hier entsteht, nennen wir relativen Mehrwert. Wir konnten bereits klären, dass der Lohn, den wir Ende des Monats erhalten, nicht dem Wert entspricht, den wir während unserer Arbeitszeit produzieren. Der Lohn verschleiert das Wesen der kapitalistischen Ausbeutung. Denn es erscheint so, als würden wir für den ganzen Arbeitstag bezahlt werden und nicht nur 2 oder 3 Stunden. Geht es um den Lohn, können wir nochmal zwischen Nominallohn und Reallohn unterscheiden. Der Nominallohn ist die Geldsumme, die ArbeiterInnen für den Verkauf ihrer Arbeitskraft von den KapitalistInnen erhalten. Der Nominallohn allein sagt aber nichts über das wirkliche Lohnniveau aus. So kann der Lohn steigen, wenn aber gleichzeitig auch die Preise, Mieten und Steuern steigen. So sinkt das Lohnniveau in Wirklichkeit. Steigt zum Beispiel die Inflationsrate, bekommen wir jeden Monat das gleiche Gehalt überwiesen, können uns aber trotzdem weniger kaufen als vorher. Deswegen müssen wir uns auch den Reallohn anschauen. Der Reallohn zeigt an, wie viele Güter und Dienstleistungen sich die ArbeiterInnen für ihren Lohn kaufen können. Dabei sind 3 Faktoren für seine Bestimmung wichtig. Erstens die Höhe des Nominallohns. Zweitens das Preisniveau für Konsumgüter und Dienstleistungen. Und drittens Steuern. Im Kapitalismus geht die Tendenz zu einer Senkung der Reallöhne. Einerseits durch die Preissteigerung alltäglicher Güter, Mieten, Zunahme von Steuern, andererseits durch das Anwachsen von Arbeitslosigkeit. Denn diese verschärft die Konkurrenz zwischen den ArbeiterInnen und gibt den KapitalistInnen damit die Möglichkeit, die Löhne aller ArbeiterInnen zu drücken. Dabei lassen ArbeiterInnen diese Lohnkürzungen seit jeher aber nicht einfach kampflos zu. Um diesen Kampf organisiert führen zu können, schlossen sich ArbeiterInnen zu Gewerkschaften zusammen. In Deutschland sind das vor allem die DGB-Gewerkschaften wie IG Metall und Verdi. Und auch wenn die Gewerkschaften in einzelnen Tarifverhandlungen immer wieder mal Erfolge erzielen können, können sie die kapitalistische Ausbeutung nicht abschaffen. Denn der Kampf um höhere Löhne bewegt sich innerhalb folgenden Grenzen: der Minimal- und der Maximalgrenze. Die Minimalgrenze liegt unter dem Wert der Arbeitskraft. Der oder die ArbeiterIn kann sich dann nur noch in verkümmerter Form selbst erhalten, hat dann also gerade so viel, dass er nicht verhungert und obdachlos wird. Die Maximalgrenze ist der Wert der Arbeitskraft. Ob die ArbeiterIn diese erreichen, wird durch das Kräfteverhältnis zwischen Proletariat und Bourgeoisie bestimmt. Erfolgreiche Kämpfe der ArbeiterInnenklasse können dazu führen, dass sich ihre Löhne dieser Grenze annähern. Wir konnten bereits klären, dass die ArbeiterInnen vor allem Kapital produzieren. Denn auch wenn sich die KapitalistInnen am erschaffenen Mehrwert persönlich bereichern und sich davon ein Leben in Reichtum finanzieren, geht doch der größte Teil des Mehrwerts für Investitionen drauf, um die Produktion fortführen und ausweiten zu können. Die KapitalistInnen kaufen also nicht nur nach, was verbraucht wurde, sondern es werden auch neue Produktionsmittel gekauft und zusätzliche ArbeiterInnen eingestellt. Es gibt also immer mehr ArbeiterInnen statt weniger. Dabei müssen die KapitalistInnen Kapital akkumulieren. Der Konkurrenzkampf im Kapitalismus zwingt sie dazu, den Mehrwert zu erweitern. Dazu müssen sie die Produktion ausweiten und in die neueste Technik investieren. Tun sie das nicht,
werden sie durch die Konkurrenz vernichtet. Die Gesamtsumme des Kapitals wächst durch die Kapitalakkumulation also. Dabei wachsen aber seine Teile nicht gleichmäßig. Das konstante Kapital, also Gebäude, Maschinen, Rohstoffe und so weiter, wächst schneller als das variable Kapital, also der Teil, der für den Kauf von Arbeitskraft verwendet wird. Die Zusammensetzung zwischen diesen Teilen nennt man die organische Zusammensetzung des Kapitals. Die Kapitalakkumulation hat zwei Folgen: Konzentration und Zentralisation. Konzentration bedeutet, dass das Kapital der einzelnen KapitalistInnen immer mehr wächst. Die Zentralisation hat zur Folge, dass sich mehrere Kapitale zu einem vereinigen oder eher, dass das Großkapital die kleineren und mittleren verschlingt. Immer weniger KapitalistInnen besitzen also immer mehr. Auch die Kluft zwischen einigen kapitalistischen AusbeuterInnen und der großen Mehrheit an ArbeiterInnen wird so immer größer. Außerdem werden in den heutigen kapitalistischen Großbetrieben, die heute lange und internationale Produktionsketten annehmen, immer größere Massen von ArbeiterInnen zusammengeballt. Lasst uns jetzt einige Schlussfolgerungen ziehen. Mit der Entwicklung des Kapitalismus haben sich zwei Pole gebildet: KapitalistInnen und ArbeiterInnen. Dort konzentrieren sich jeweils Luxus, Reichtümer und Müßiggang auf der einen und Arbeitslosigkeit und Elend auf der anderen Seite. Die ArbeiterInnenklasse verelendet dabei relativ und absolut. Relativ, weil es immer mehr ArbeiterInnen gibt, während ihr Anteil am gesellschaftlichen Reichtum sinkt. Absolut, weil die ArbeiterInnen ärmer werden, schlechter leben und wohnen. Messen können wir das anhand der fallenden Reallöhne, den steigenden Lebenserhaltungskosten und Steuern. Außerdem durch wachsende Arbeitslosigkeit und Sozialabbau. Im Kapitalismus sind die allermeisten Menschen zum Verkauf ihrer Arbeitskraft gezwungen. Oder anders ausgedrückt, sie müssen arbeiten gehen, um zu überleben. Große Massen von Menschen werden zu gemeinsamer Arbeit zusammengefasst. Und einzelne Industriezweige werden immer mehr voneinander abhängig und miteinander verbunden. Das lässt sich auch als Vergesellschaftung der Produktion bezeichnen. Davon profitiert aber nur eine kleine Zahl an KapitalistInnen, die im Besitz der Produktionsmittel ist. Das, was Millionen Menschen in gesellschaftlicher Arbeit produzieren, gehört am Ende wenigen AusbeuterInnen. Dieser Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der privaten Aneignung der Profite bildet den Grundwiderspruch des Kapitalismus. Dieser Grundwiderspruch bildet die Grundlage für die Wirtschaftskrisen, die wir im Kapitalismus alle paar Jahre erleben. Denn während die KapitalistInnen immer mehr produzieren, in die neueste Technik investieren, steigt die Kaufkraft der ArbeiterInnenklasse nicht im selben Maße. Das führt dazu, dass die Lager der KapitalistInnen immer voller werden. Diese Warenüberschüsse werden von den KapitalistInnen vernichtet oder vom Staat aufgekauft. Als Folge schließen Betriebe, KapitalistInnen drücken die Löhne oder setzen die ArbeiterInnen direkt auf die Straße. Diese Krisen nennt man auch Überproduktionskrisen und werden vom Kapitalismus gesetzmäßig hervorgebracht. Abschließend wollen wir noch Folgendes festhalten: Der Kapitalismus entwickelt die Produktivkräfte und vergesellschaftet die Produktion. Damit schafft er die materiellen Voraussetzungen für den Sozialismus. Der Kapitalismus schafft das Proletariat und damit seinen eigenen Feind. Denn das Proletariat hat gar keine andere Wahl, als den Kapitalismus zu stürzen. Heute konnten wir uns also anschauen, wo der Profit der Kapitalistin eigentlich herkommt, was wir unter Mehrwert verstehen und was es mit der Kapitalakkumulation auf sich hat. Darauf aufbauend können wir jetzt verstehen, was der Grundwiderspruch im Kapitalismus ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns Feedback, Fragen und Vorschläge wie immer gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.